Was geht YouTube? Willkommen wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute erkläre ich euch, wie ihr mit wenig Machtrang, wenig Spielstunden viel Flux machen könnt. Viele werden jetzt zu mir kommen und sagen, macht Gardening, Marktflipping oder Event. Die drei Methoden sind eigentlich so die besten, aber jetzt kommt der Clou. Man braucht erstmal bei den Methoden meistens ein bisschen Flux, ein paar Millionen Flux schon auf dem Konto. Und das haben viele nicht und deswegen sage ich euch jetzt, wie ihr einfach ein, zwei Stunden in eine Zone gehen könnt, das Item farmen, verkaufen, gut ist. Nichts Kompliziertes und das ist, glaube ich, für einen Anfänger, mehr will er auch nicht und deswegen ist es auch so das Beste, was es gibt. Ihr macht als allererstes, drückt J oder hier über V, ich weiß nicht, wie es bei Konsolen ist, geht in eure Klassenauswahl und dann equippt ihr den Lunar Lancer, wenn ihr noch keine Speed-Farming-Klasse habt, ja, also wenn ihr noch nicht Dino-Tamer, Neo-Ninja, Vanguardian, Boomeranger, weiß nicht, man kann teilweise schon mit dem Candy-Barb sehr schnell sein oder Shadowhunter ist die beste Farming-Klasse, aber wenn ihr jetzt noch nicht Shadowhunter habt und Class-Gym, wie auch immer, und wir wissen, der hat 5 Spielstunden und ja, hat quasi nichts an Gems, dann geht ihr in Probe vom Lunar Lancer rein, kauft euch entweder den Wrapped, also als Ally, equippt ihr den Begleiter, equippt ihr dann den Wrapped Berserker, den könnt ihr euch im Shop kaufen, oder der, weil der ist jetzt sehr teuer, viele sagen jetzt auch, ja, der kostet 190.000 Flux, ihr braucht den aber irgendwann sowieso wegen Mastery, oder ihr geht im Hub zur Geode-Werkbank und da könnt ihr euch den Animated Chuck craften, ja, der gibt euch Movement Speed, wenn ihr einen Gegner killt. Warum ihr das braucht, erkläre ich euch gleich. Es ist wichtig, die zwei Sachen. Also ihr geht auf Lunar Lancer, drückt auf Probe, spielt ein bisschen 4, logisch, damit ihr die zwei Abilities hier habt. Und holt euch das Ally. Am besten Animated Jug. Ihr könnt aber auch Red Berserker nehmen. Warum? Die zwei Sachen. Erstens, ihr seid super, super fast mit dieser Klasse. Ja, umso schneller ihr seid, desto mehr Flux macht ihr hier mit der Methode. Mit Right-Click macht ihr einmal so einen Enterhaken und mit der 1 resettet ihr den Enterhaken und könnt den gleich nochmal machen, ja. Wenn ihr jetzt richtig shiftet oder diese Rolle macht, seht ihr schon, dass ihr teilweise Movement Speed von, weiß ich nicht, 300 oder sowas habt. Und es ist geisteskrank als Anfänger, ja, weil sowas habt ihr bei keiner Klasse mit keinem Ding. Viele kommen wir jetzt mit Neo Ninja und Pyro-Scheibe und weiß ich nicht, mit Abilities. Klar, das sind zwar auch seine Abilities, aber er ist schon sehr schnell. Er hat, glaube ich, auch vom Base Movement Speed das höchste. Und man farmt auf jeden Fall nicht falsch, wenn man mit dem hier farmt. Falls ihr hier hinkommen könnt, ja, dann spielt gerne den Shadowhunter hoch, weil der Shadowhunter ist vom Speedfarming her einer der geilsten Klassen zum Dungeon farmen und einer der geilsten Klassen, um hier das zu farmen. Ja, oder ihr nehmt den Lunar Lancer, wie ihr wollt. So, dann als zweiten Schritt. Ihr geht in den Jurassic Jungle. Hier sind wir gerade schon drin. In U4. Ihr braucht dafür 700 Machtrang. Also wirklich sehr wenig. Spielt am besten die Questline durch, weil da kriegt ihr ein bisschen extra Damage und aktiviert für die PC-Spieler, aktiviert den Mod, ich blende euch den einmal ein, wo ihr die Meteoritenfragmente angezeigt bekommt, ja. Weil die farmen wir jetzt gleich 10 Minuten lang und wir gucken dann halt, wie viel wir in 10 Minuten machen, machen das mal 6 und nehmen dann das als Fluxwert. Wenn wir jetzt mal im Spielershop gucken, dann sind die 2000 each wert. 2k, weil die keiner farmt, ihr seht schon, es ist nicht mehr normal und das schon seit Wochen und wenn die mal viel, oder wenn das mal viel gefarmt wird, dann werden die maximal auf 1400, 1500 sinken, habe ich auch schon damit erlebt, aber dann ist das trotzdem wirklich eine gute, sichere Fluxquelle, ja. Viele Spieler kommen jetzt auch zu mir und sagen, yo, geh Cursed Whale und Tomber Souls farm oder Golden Souls farm hier. Oder hier Bleach Bones oder hier Nitroglycerin, was mit dem C5-Update sehr krass sein wird. Aber wir gehen jedes Material durch. Ich mache für jedes Material, wollte ich ein Video machen. Und ja, die Videoreihe, ich habe da sehr Bock da drauf. Und ich glaube, das ist auch für, egal welchen Spieler, auch für 45k-Spieler einfach mal interessant anzuschauen, weil der vielleicht nie in den Zonen rumeiert und da die Ressourcen farmt. Oder das noch nie gesehen hat, maybe. Und deswegen habe ich mir jetzt hier die Meteoritenfragmente rausgesucht, da die einfach zurzeit sehr effektiv zu farmen sind, ja. Als kleinen Tipp, joint gerne den Club Lightforge, das ist der größte deutsche Club auf PC-Server zumindest. Da sind das ist ein hilfsbereites Team, da bin mit mir eingeschlossen und wir chillen oft auch im Discord, quatschen einfach, grind zusammen und ja, könnt ihr euch gerne dazu chillen oder einfach im Trove-Chat
dürft Sachen fragen, wenn ihr da Bock habt. Guckt einfach mal in den deutschen Chat von Shroff. Da schreiben wir eigentlich täglich Werbung rein. Und dann, ja, oder ihr könnt mich im Stream fragen, dann kann ich euch auch einladen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir grinden jetzt los. 19. Minute, oben rechts, seht ihr schon. Ja, merken wir uns einmal. Das heißt, Hund bei 123, 19. Minute, ja. Das heißt, wir farmen jetzt oben rechts beim Timer. Wir farmen jetzt bis zur 29. Minute quasi. Und gucken gleich mal, wie viel wir farmen. Ganz kurz als Anmerkung, ihr kriegt Dienstag mehr von den Dingern, ja. Ihr seht auch immer schon hier, ich kill ab und zu Mobs, dann kriege ich diesen Movement Speed Buff und dann renne ich weiter, ja. So könnt ihr das am schnellsten farmen. Und ja, am Dienstag, wie gesagt, da ist Harvest Day und da kriegt ihr dann auch mehr von den Dingern. Wir werden nachher den normalen Preis, also ich farm das jetzt gerade am Sonntag, wir werden nachher den Normal Preis auflisten, ne. Und ebenso den mit Dienstag-Buff. Also wir werden dann einfach 40% draufrechnen, 40% Flux mehr. So kann man sich das circa denken. Und dann schauen wir. Legal in Trove ist es, 4 Alts zu nutzen. Wenn ihr PC-Spieler seid, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, euch Alts machen, 4 Alts. Und die immer mit einem bestimmten Mod, mit Better Friends, ja, hin teleportieren und könnt dann halt eben so 4 oder 5 mal so viel farmen. Klar, ihr könnt zwar nur alle 30 Sekunden teleportieren, aber habt dann halt so auch nochmal mehr Flux. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, Konsolenspieler, Anfänger, kein Event und will einfach nur irgendein Material farmen, was viel Flux bringt. Das machen wir jetzt auch gerade. Und wie ihr es schon seht, ist der Lunar Lance auch so ein bisschen quasi Fernkämpfer mit seinem Enterhaken, weil diese Dinger hier gehen teilweise auch schon weg, wenn man die direkt right klickt, ja. Und ja, hier fahren wir uns jetzt durch und ihr merkt schon, guck mal, hier, das ist 2000 Flux und da vorne sind weitere, das ist geisteskrank, ja. Was auch gut ist an der Zone, ja, wie ihr hier seht, kriegt viel Mondlichtbirnen, ja. Also wenn ihr mal irgendwann Gardening machen wollt, müsst ihr nicht unbedingt in Feenforst und dort Mondlichtbirnen farmen, sondern ihr könnt euch auch hier drin chillen, habt ein sicheres Flux-Ding, also wie das zum Beispiel entstanden wird bei Feenforst und plus dazu Mondlichtbirnen, die euch natürlich noch viel mehr Flux bringen, wenn die Pflanzen gewachsen sind. Also es ist wirklich krass. Als kleinen Tipp würde ich empfehlen, wenn ihr losgrindet, dann sucht euch am besten eine Welt mit einer ganz großen, großen Dino-Biom, weil da könnt ihr halt einfach am meisten farmen und weil dann habt ihr einfach nicht diesen, wie soll ich sagen, müsst ihr die ganze Zeit nicht nach einem neuen Biom gucken oder halt die Welt changen oder wie auch immer. Das heißt, falls ihr gerade Möglichkeit habt, was anderes zu machen, ihr guckt kurz in U4 rein, oder das müsste U4 sein, genau, ihr guckt kurz in U4 rein, guckt, okay, ist da eine große Zone, ja, nein. Wenn da nichts ist, dann könnt ihr euch, keine Ahnung, Delph haben oder so und dann einfach später nochmal vorbeischauen. Oder ihr sucht einfach in der Welt, ich meine, das ist nicht schwierig, da muss man am Anfang einfach 5 oder 10 Minuten suchen. Mit dem Lunar Lancer geht es sowieso sehr, sehr schnell, ja, und farmt dann die Dinger. Ihr könnt auch hier in die Prime World gehen, ja, U8. 5000 Machtgang braucht ihr zwar dafür, aber da habt ihr auch Chance auf das Dino-Biom. Das Ding ist, das Dino-Biom wird sowieso sehr wenig bespielt, zumindest bei PC-Servern. Ihr könnt mir gerne an die PS5 und Xbox-Spieler, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie sich der Preis von den Meteoritenfragmenten verhält. Ich glaube aber ganz gut, ja. Und ihr könnt mir mal sagen, wie viele Spieler so circa wo sind, was so die meist gefüllte oder ja das meist gefarmte eigentlich bei Konsolen ist, weil da sind die Preise auch nochmal ein bisschen anders, aber trotzdem lohnt sich's immer, die Golden Souls oder die Meteoritenfragmente hier vor allem mitzunehmen, weil es halt einfach sehr viele sind, ja, das ist der große Unterschied bei Meteoritenfragmenten, es sind so viele und es kostet halt auch 1000, 2000, also so viel wie eine goldene Seele und deswegen ist es halt nochmal viel lukrativer, die zu farmen. Genau, wir sind jetzt bei 5 Minuten. Ja, bei der 29. Minute stoppen wir quasi oben beim Timer. Und dann gucken wir gleich mal, wie viel man oder wie viel wir uns erfarmt haben. So Leute, ganz kurz, by the way, ich bin jetzt hier auf dem neuen Server. Vorhin haben wir gestoppt circa bei 26. oder 24. Minute. Das heißt, wir haben jetzt nur noch 3-4 Minuten zum Grinden bis zu den 10 Minuten, was wir machen wollten. Es gehört dazu, dass man ab und zu einfach mal das Biom suchen muss. Manchmal ist man lucky und man kann eine halbe Stunde lang die ganze Zeit bei einem Biom farmen. Manchmal ist man unlucky wie ich jetzt, dass man 10 Minuten lang sucht für eine Zone und findet einfach nichts. Ja, das geht. Ihr könnt euch aber natürlich
gegenseitig auch helfen, wenn ihr zum Beispiel der eine will jetzt Event-Items farmen hier beim Dino-Dschungel und der andere will aber einfach nur die Meteoritenfragmente abfarmen, ja. Dann könnt ihr natürlich gerne immer in den Chat schreiben, wo ihr gerade seid und sich gegenseitig somit unterstützen, weil so ist man natürlich dann auch als Community effizienter. Und wie ihr hier seht, hier ist direkt die nächste große Zone, also mit so einer oberen Ebene. Und das sieht sehr, sehr gut aus da vorne und da fahren wir jetzt auf jeden Fall auch gleich weiter. Sowas ist natürlich halt immer schön anzusehen, dass man sowas hier hat, weil so eine große Fläche, wirklich sehr, sehr geil. Und teilweise sind hier halt auch 4, 5 Meteoritenfragmente nebeneinander. Das ist geisteskrank, ja? Das ist wirklich krass. Und wie gesagt, viele behaupten halt natürlich, oder es ist auch so, dass man mit Gardening effizient mehr Flux macht pro Stunde. Klar, also theoretisch gesehen, wenn man das dann umberechnet nach 2 Wochen, wenn die Pflanzen gewachsen sind. Aber wenn man so direkten Flux haben will, mich hat das immer genervt bei Gardening, immer diese Warterei und ausrechnen, wann man wie viel Flux macht. Klar, das ist alles schön und gut, aber eigentlich hätte ich es am liebsten, wenn man einfach eine Sache farmt und instant in den Beutekollektor macht, das wäre natürlich am geilsten. Oder wenn man das halt einfach verkaufen kann und man hat es halt direkt nach einem Tag verkauft, weil da die Nachfrage so hoch ist. Und selbst wenn die Nachfrage nicht so hoch ist, dann macht man es halt jetzt nicht viel teurer wie die anderen Preise. Man muss sich natürlich dann schon dran halten und darf es jetzt nicht, keine Ahnung, 1k oder each 1k Lux mehr berechnen sozusagen. Wir haben jetzt gleich die 10 Minuten erreicht. Ich weiß nicht bis wie viel der Minute. Ich kann es nachher nochmal kurz checken. Und haben jetzt nach 10 Minuten, ich habe hier by the way die Welt resettet, deswegen ist der Timer hier nochmal neu gestartet, aber für die Leute jetzt, die nicht drauf geachtet haben. Also, Stand der Dinge ist, nach 10 Minuten habe ich jetzt 278 im Inventar. Die müssen wir nochmal minus, was habe ich gesagt, 123 rechnen. Und das ergibt 155 Meteoritenfragmenten in freaking 10 Minuten. Ja, vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Aber das rechnen wir jetzt mal 6. Und das sind 930 Meteoritenfragmenten in einer Stunde. 930. Und wenn wir jetzt die 930 mal, was waren das, 2k. Wir rechnen jetzt mal mit mal 1700 oder 1600, also abzüglich Steuern und so. Und wenn es vielleicht mal nicht so gut der Preis ist, dann sind das 1,4 Millionen Flux in einer Stunde mit 700 Machtrang, Digga. Das ist das ist sehr viel. Das ist extrem viel als Anfänger. Da farmt ihr, und das ist ohne Dienstag. Ihr müsst euch überlegen, das ist ohne Dienstag. Da farmt ihr, weiß nicht, an einem Dienstag mal 3, 4 knackige Stunden und dann habt ihr euer Gardening-Stuff ready. Das ist doch geil. Also ich finde sowas extrem nice, ja. Und wir rechnen jetzt einmal nochmal die 20% drauf, wenn ihr Free-to-Play seid. Wir gehen das mal davon aus, es ist Dienstag, seid Free-to-Play, ja. Dann machen wir einfach mal 1,2 und dann sind das 1,7 Millionen Flux. Und dann rechnen wir das mal mit mal 1,4, also mit 40%, dann sind das 1,9 bis 2 Millionen Flux circa. Also fast 2 Millionen Flux pro Stunde, ja, kriegt ihr hier. Vielleicht ein bisschen weniger mehr, je nachdem wie der Preis ist, ja. Aber trotzdem, selbst mit 1,6 oder 1,5 Millionen Flux pro Stunde, das ist viel. Das ist einfach viel, das ist Fakt. Weil man es halt auch so easy machen kann. Das ist ja auch das Ding. Man kann es halt easy peasy machen und man chillt hier halt einfach. Vielleicht auf Konsole macht man nicht so viel, wenn man diese Fragmente hier nicht so oft sieht. Guck mal, das hier zum Beispiel, das würde man jetzt nicht direkt sehen. Ich als PC-Spieler sieht man das halt direkt durch den Mod. Und deshalb farmt ihr gerne mit Alts, wenn ihr die Möglichkeit habt, also mit 4 weiteren Accounts oder auf Konsole halt einfach nur mit einem Account logischerweise. Lohnt sich es genauso und farmt die ab. Ihr könnt natürlich auch die Methode dauerhaft bis, weiß ich nicht, ihr 47k seid, die ganze Zeit das farmt, das würde auch gehen, ja. Die Frage ist halt immer vom Spaßfaktor her, weil wenn ich das jetzt, glaube ich, 1-2 Stunden machen würde, dann würde ich mir denken, geil, Digga, gut Flux gefarmt, aber dann hätte man vielleicht auch nicht so viel Lust. Bei einem 10-Stunden- Stream-Grind ist es was anderes, Digga, mit einem Booster, aber das Daily zu machen, je nachdem. Ich finde es aber halt extrem angenehm. Es ist sehr chillig, sehr satisfying zu machen, den Grindspot. Und man kann sich halt währenddessen mit Leuten quatschen oder eine Serie anschalten oder sowas, weil das halt, ja, wie zum Beispiel bei BDO, einfach Kreise drehen ist und die Items farmen.
Und das ist halt geil. Ich werde in den nächsten Videos wahrscheinlich die Golden Souls mal abchecken, wie viel die so wert sind. Das wird wahrscheinlich nicht so lukrativ sein wie die Meteoritenfragmente, weil man die durch Gardening farmen kann. Ich werde aber auch noch ein Video machen, wie viel man mit Nitroglycerin macht, weil nach dem C5-Update braucht jeder Spieler Nitro. Und zwar nicht wenig, sehr, sehr viel. Und deswegen gucken wir mal da, wenn die Preise ein bisschen höher gehen, wie sich da die Preise circa verhalten. Ja, ich hoffe, euch hat das Video geholfen. Wir sehen uns beim nächsten Stream. Ich streame meistens immer so um 17, 18 Uhr oder ich schreibe es auf Discord rein. Joint gerne meinem Discord, da seht ihr mal den Streamplan von Twitch. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.